ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit dem Start schärferer Corona-Auflagen in mehreren Bundesländern gerät zunehmend die Frage in den Fokus, wie sie kontrolliert werden sollen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst sprach sich im Bericht aus Berlin für deutlich mehr Stichprobenkontrollen aus, sowohl in der Gastronomie als auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Man brauche jetzt mehr Druck und bei Verstößen auch härtere Strafen. Hamburg, Reeperbahn, große Freiheit, Riesengetümmel. Gestern Nacht, als gäbe es kein Corona. Auch hier gelten jetzt strenge 2G-Regeln, also Einlass in Kneipen und Restaurants nur geimpft oder genesen. Wer hier unterwegs ist, stößt jetzt häufiger auf die Polizei. Beamte unterstützen das Ordnungsamt, fragen nach der Luca-App und wollen Impfausweise sehen. Luca-App, check-in. Und es wird teuer, gegen die Regel zu verstoßen, Beispiel Hamburg. Wenn ein Betreiber den 2G-Nachweis nicht kontrolliert, zahlt er bis zu 5.000 Euro. Wer als Gast ohne Nachweis ist, muss mit 150 Euro rechnen. Und wer einen falschen Nachweis nutzt, wird mit 300 Euro bestraft. Natürlich liegt es nicht in der DNA der Branche der Gastfreundschaft, Gäste auszugrenzen. Aber 2G ist definitiv besser als wieder ein erneuter, kompletter Lockdown. Das muss unter allen Umständen verhindert werden, auch mit Blick auf die Mitarbeiter, die wir unbedingt halten müssen. Mehr als 400 Betriebe kontrolliert die Hamburger Polizei an diesem ersten 2G-Tag. Registriert 50 Verstöße, schließt am Ende 5 Betriebe. Wir können sagen, dass die allermeisten Betriebe das sehr, sehr ordentlich und verantwortungsbewusst machen. Und wir haben eine sehr positive Resonanz auf die Kontrollen festgestellt. Das haben wir nicht immer gehabt im Laufe dieser Pandemie. Und 3G in Busbahn und im Fernverkehr. Wohl ab Mitte der Woche soll das gelten. Nur wer kontrolliert das? Verantwortlich sind die Verkehrsbetreiber. Unmöglich, dass das die Zugbegleiter auch noch machen. Bahngewerkschafter Wieselski winkt ab. Wenn die Frage aufkommt, ob das das Zugbegleitpersonal macht, dann lautet die Antwort einfach nein. Das haben sie nicht zu machen, das gehört nicht zu ihren Aufgaben. Verständnis äußert NRW-Ministerpräsident Wüst im Bericht aus Berlin. Er empfiehlt, die zuständige Bundespolizei durch private Sicherheitsdienste zu entlasten. Der Bund hat das jetzt in ein Gesetz geschrieben. Insofern muss er das mit seiner eigenen Bundespolizei sicherlich mal besprechen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass sie auch nicht unter Unterbeschäftigung leiden. Insofern würde sich auch da anbieten, noch etwas zusätzlich dazuzunehmen, wie wir es in Nordrhein-Westfalen im Regionalverkehr seit Monaten machen. Und auch das gibt Wüst seinen Länderkollegen mit auf den Weg. Klarheit schaffen und den Kontrolldruck deutlich erhöhen. Die Infektionslage aktuell. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut 42.727 neue Corona-Fälle binnen eines Tages, rund 9.000 mehr als heute vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg laut RKI auf 372,7, ein neuer Höchstwert. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen hat Bund und Länder aufgefordert, einen Krisenstab einzurichten, der die Verlegung von Patienten aus überlasteten Kliniken vorbereitet. Dies sei ein koordinierbarer Kraftakt, der frühzeitig und zentral gesteuert werden sollte, sagte Dahmen der deutschen Presseagentur. Schon nächste Woche würden zahlreiche Intensivstationen keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Vor allem im Süden und Osten reichten die Kapazitäten absehbar nicht aus. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen schränkt Sachsen von morgen an weite Teile des öffentlichen Lebens ein. Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen schließen, ebenso wie Bars und Clubs. Weihnachtsmärkte und touristische Übernachtungen sind verboten. Geschäfte des Einzelhandels dürfen zwar öffnen, aber nur für Geimpfte oder Genesene. Viele Händler und betroffene Betriebe befürchten nun große finanzielle Einbußen in der sonst umsatzstarken Vorweihnachtszeit. Schwibbögen, Pyramiden, Räuchermännchen. Großer Andrang heute in den Holzkunstläden in Seifen im Erzgebirge. Von morgen an wird es wohl leerer auf den Straßen in Sachsen. Dann gilt im Einzelhandel die 2G-Regel. Heißt, kein Zutritt für Ungeimpfte, außer in Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Der Sächsische Handelsverband hat dafür wenig Verständnis. Die Läden seien keine Infektionsherde, dank seit Monaten erprobter Hygienekonzepte.
Die Angst vor Umsatzeinbußen sei groß. Das vor dem Hintergrund, dass wir schon eine Abfolge von Lockdowns hinter uns haben, mit der Aufnahme von Krediten, mit dem Umstand, dass es an die Substanz der Unternehmen ging, die jetzt der frohen Hoffnung waren, sich langsam hier wieder aus dieser Situation herausarbeiten zu können. Ähnlich geht es den sächsischen Beherbergungsbetrieben. Von morgen an sind hier touristische Übernachtungen verboten. Und so steht das Telefon von Iris Selke nicht mehr still. Sie muss all ihren Urlaubsgästen absagen und ihre Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken. Wir gehen jetzt hier in der Hauptsaison. Wir sind zu 100% ausgebucht bis zum, glaube ich, 4. Januar. Ja, und das fällt jetzt alles komplett weg. Komplett. Das kann sich ein Außenstehender gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist natürlich für die Region. Die sächsische Corona-Verordnung gilt erstmal bis zum 12. Dezember. Doch dass sich bis dahin an der Corona-Situation viel ändert, daran glauben die wenigsten. In der belgischen Hauptstadt Brüssel haben heute zehntausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Demonstranten bewarfen Beamte mit Gegenständen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. In den Niederlanden waren vergangene Nacht in mehreren Städten Proteste gegen die Corona-Politik erneut in heftige Krawalle umgeschlagen. Explosionen und brutale Gewalt die zweite Nacht in Folge. Diesmal vor allem am Regierungssitz der Niederlande in Den Haag. Fahrräder und Autos werden in Brand gesetzt, Polizisten mit Steinen beworfen. Offenbar vor allem von Jugendlichen. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein, 5 Polizisten werden verletzt, 19 Personen festgenommen. Noch brutaler die Ausschreitungen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Rotterdam. Zeitweilig gerät die Situation bei der unangemeldeten Demonstration außer Kontrolle. Der Bürgermeister spricht von einer Orgie der Gewalt. Es gibt 59 Festnahmen, 4 Menschen werden durch Schüsse verletzt. Bevor ein Polizist seine Waffe zieht und gezielt schießt, muss wirklich etwas passiert sein. Da waren meine Leute wirklich in einer Zwangslage. Dann bist du in einer Situation, in der du das letzte Mittel einsetzen musst, um aus ihr herauszukommen. Das sagt alles über die Lage der Nacht. Proteste auch am Nachmittag in Brüssel. Rund 35.000 Menschen demonstrieren unter anderem gegen den Covid-Impfpass und die jüngsten Corona-Maßnahmen der Regierung. Im Europaviertel beginnen Ausschreitungen. Demonstranten schießen mit Feuerwerkskörpern. Die Polizei reagiert mit Tränengas und Wasserwerfern. Die Demonstration hat sich am späten Nachmittag aufgelöst. Nach vorläufigen Angaben sind 40 Personen festgenommen und 3 Polizisten verletzt worden. In Chile hat die Präsidentenwahl begonnen. Umfragen sehen den rechten deutschstämmigen Politiker Kast und den linken Abgeordneten Boric vorn. Beide Kandidaten gelten als Vertreter der extremen Ränder des Parteienspektrums. In Südamerika gehört Chile zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Ländern. Trotzdem herrscht eine große soziale Ungleichheit. 2019 kam es deshalb zu wochenlangen Unruhen. Im politischen System des Landes nimmt der Präsident eine mächtige Stellung ein. Alle Augen richten sich auf ihn, José Kast, der Kandidat des rechtskonservativen Lagers mit deutschen Wurzeln. Er fordert eine Politik der harten Hand, auch gegenüber Einwanderern. Jetzt bei seiner Kandidatur liegt der Rechtsaußen laut Umfragen erstmals in Führung. Meine Partei genießt bei dieser Wahl deutlich mehr Unterstützung als noch vor 4 Jahren, vor allem dank unserer Anhänger in den sozialen Medien. Auch dieses Mal zeichnet sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. Gleichzeitig ist bei vielen politikmüden Chilenen der Wunsch nach Reformen groß. Weite Teile der Unter- und Mittelschicht fühlen sich abgehängt, abgekoppelt vom wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Wir brauchen ein besseres Gesundheitssystem und bessere Bildung für alle Chilenen gleichermaßen und gerecht. Mehr soziale Gerechtigkeit war 2019 die Kernforderung der Protestbewegung. Millionen Menschen gingen damals auf die Straße. Konkret fordern viele Chilenen eine Abkehr von der privaten Rentenversicherung, der privatisierten Wasserversorgung und bessere öffentliche Bildung. Alles Forderungen, die bald schon in einer neuen Verfassung auftauchen könnten. Denn nach den Protesten wurde ein Gremium gewählt, das derzeit ein neues Grundgesetz ausarbeitet. In diesem Verfassungskonvent stellt das linke Lager die Mehrheit. Deshalb dürfte Chiles neue Verfassung mehr soziale Rechte enthalten als die aktuelle, die noch während der Militärdiktatur unter Pinochet verabschiedet wurde.
Der aussichtsreiche Kandidat des linken Lagers, Gabriel Boric, befürwortet diesen Verfassungsprozess. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um mich zu bereichern oder Ämter an mich zu reißen. Ich will dem chilenischen Volk seine Würde zurückgeben. Der rechtskonservative Kandidat Kast dagegen steht einer neuen Verfassung mit sozialer Handschrift kritisch gegenüber. Rund 4 Wochen nach dem jüngsten Militärputsch im Sudan ist der gestürzte Premierminister Hamdok wieder im Amt. Er unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung mit Armeechef Al-Burhan, die eine weitere Übergangsregierung bis zur nächsten Wahl vorsieht. Dagegen protestierten am Nachmittag tausende Menschen in der Hauptstadt Khartoum. Sie fordern die Rückgabe der politischen Macht an die Zivilbevölkerung und ein Gerichtsverfahren gegen Al-Burhan, der den Putsch angeführt hatte. In der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Köln zum Abschluss des 12. Spieltages 1:1 getrennt. Zuvor hatte Eintracht Frankfurt beim SC Freiburg mit 2:0 gewonnen. Frankfurts Keeper Kevin Trapp durfte über den 2. Auswärtssieg der Eintracht in Folge jubeln. Die in schwarz gekleideten Gäste erwischten im Breisgau zwar nicht den besseren Start, hatten bei 0:1 nach einer guten halben Stunde aber Glück. SC-Verteidiger Lukas Kübler wollte klären, brachte den Ball aber letztlich zum Dänen Jesper Lindström und seinem Premierentreffer in der Bundesliga. Kurz vor der Pause dann ein weiteres kurioses Tor. Philipp Kostic versuchte einen Freistoß aus gut 35 Metern als Flanke vor das Tor zu bringen. Doch am Ende war niemand mehr dran und der Serbe feierte seinen 3. Saisontreffer und die 2:0 Pausenführung. Der angeschlagene Freiburger Rekordtorschütze Nils Petersen sah nach dem Wiederbeginn die stärkste Phase des Sportclubs, der in Sachen Ballbesitz und Torchancen ein deutliches Übergewicht hatte, gegen stark verteidigende Frankfurter aber nicht mehr zu einem Treffer kam. Am Ende stand nach 9 ungeschlagenen Heimspielen in Folge die erste Niederlage der Freiburger im neuen Stadion fest. Die Tabelle: Bayern München weiter an der Spitze, Dortmund Zweiter mit einem Punkt Rückstand. Es folgen Freiburg, Leverkusen, Union Berlin und Wolfsburg. Mainz ist Achter. Die zweite Hälfte: Frankfurt auf Rang 11 vor Köln, Bochum, Hertha BSC und Augsburg. In der Abstiegszone Stuttgart, Bielefeld und Schlusslicht Greuther Fürth. Raus mit der Freude. Alexander Zverev gewinnt zum 2. Mal nach 2018 die ATP Finals. Nach einer Gala-Vorstellung bezwingt der Hamburger den Russen Daniel Medvedev. Zverev beginnt stark. Anfangsphase, erster Satz beim Stand von 1:1. Bereits das erste Break für Zverev, wenn auch mit etwas Glück. Hochklassiges Tennis von beiden, meistens mit dem besseren Ende für den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev. Medvedev, die Nummer 2 in der Welt, bis hierhin annähernd chancenlos. 2. Satz, gleiches Bild, wieder frühes Break des Deutschen. Eine Tennis-Demonstration. Matchball nach nur 1:14. Ein krachendes Ass zum 6:4 Finalsieg. Olympiasieger Alexander Zverev krönt in Turin mit dem Titelgewinn bei den ATP Finals sein perfektes Tennisjahr. Der Rock'n'Roll-Musiker Ted Herold ist tot. Er kam gestern Abend bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ums Leben, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Seine Fans nannten Herold auch den deutschen Elvis, da er sich zu Beginn seiner Karriere in den 50er Jahren vor allem mit Coverversionen von Elvis Presley einen Namen machte. Der Musiker wurde 79 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. November. Ein neues Hoch über dem Nordatlantik macht sich morgen im Norden und Westen bemerkbar. Das Regenband verlagert sich von der Mitte weiter südwärts. Dabei sinkt heute Nacht die Schneefallgrenze auf rund 800 Meter. Im Westen und Norden gibt es hier und da noch Schauer. Morgen ist es im Norden nach örtlichem Nebel oft sonnig. Die Wolken in der Mitte lockern auf. Im Süden bleibt es dagegen grau mit gelegentlichem Regen oder Nieselregen. In der Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 6 und minus 3 Grad. Morgen Höchstwerte von 3 bis 10, im höheren Bergland nahe 0 Grad. Am Dienstag von Norden her wieder dichtere Wolken, im Süden nach Nebelauflösung oft sonnig. Ähnliches Wetter am Mittwoch, dann vor allem zu den Küsten hin einzelne Schauer. Am Donnerstag im Nordwesten und im Südwesten zeitweise Regen. Um 22.45 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Neue Corona-Regeln und verschärfte Kontrollen. Außerdem einsames Sterben im Niemandsland. Das Flüchtlingselend an der polnisch-belarussischen Grenze. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.
Musik.